Begrüße recht herzlich Großmeister Philipp Schlosser aus Deutschland. Wir haben das große Glück, einen Mann vor uns zu haben, der sowohl in der deutschen Liga in der besten Mannschaft spielt, als auch in der österreichischen Liga in der besten Mannschaft. Meine erste Frage, welche Unterschiede sehen Sie da? Gut, also die österreichische Liga ist natürlich in den letzten Jahren stärker geworden, nachdem die Inländerquote weggebrochen ist. Aber trotzdem ist natürlich die deutsche Liga noch stärker. Gut, aber das hat hier ein ordentliches Niveau, würde ich sagen. Also mit dem Schachclub Jenbach bin ich schon lang verbunden. Mit dem Marco Stangl, der das Team mir jetzt mehr unterstützt, als dass er selber spielt. Und dem Uwe Bönsch habe ich früher auch bei Bayern München zusammengespielt. Bei dem deutschen Verein, wo ich spiele, da haben wir dann immerhin noch mehr Inländer. Da spielt drei Viertel von unserer Nationalmannschaft. Und da bin ich dann auf den hinteren Brettern so ein Ausspritzer. Weil die Top-Leute, die haben halt auch nicht immer Zeit, und auf der anderen Seite ist es ja auch nicht wirklich nötig, da jetzt immer so voll stark zu spielen. Da geht es dann vor allen Dingen darum, einen Traum von unserem Sponsor zu verwirklichen, doch einmal irgendwie ganz vorne beim Europapokal zu stehen. Und von daher brauchen wir da so eine super starke Mannschaft. Ja, ich gratuliere zum heutigen Sieg gegen Kostic. Vielleicht eine kurze Analyse, was waren hier da die Knackpunkte? Boah, das war eine sehr originelle, ungewöhnliche Partie. Ich habe es jetzt weder mit meinem Gegner noch im Rechner jetzt analysiert. Ich komme gerade vom Brett hierher. Gut, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, wie es gelaufen ist. Mein Gegner hat ein bisschen gezockt. Also so, gut, ich will nicht böse gegen ihn sein, aber so wie man halt in Jugoslawien gerne zockt, so hat er da gespielt. Ich habe mich auch erinnert an eine Partie, die ich in der zweiten Bundesliga gegen ihn mal gespielt habe, auf dem Salzburger Schlossberg. Die ist ähnlich verlaufen. Da habe ich dann auch teilweise so zittern müssen, als ich seinen Angriff ausgehalten habe. Aber gut, beide Male habe ich ihn auskontern können mit Schwarz. Zum Abschluss noch eine Frage. Also wir haben jetzt festgestellt an diesem Wochenende, dass also Schlosser in einem ganz neuen Outfit auftritt, sogar während der Partie mit Hut spielt. Hat das irgendeine besondere Bewandtnis auf sich? Gut, das ist irgendwie so ein unabsichtlicher Neujahrsvorsatz. Den Hut, den habe ich mir beim Ausflug nach Reit im Winkel, wo ja, das ist die deutsche Gemeinde, wo dann Salzburg und Tirol zusammenstoßen, den habe ich mir da gekauft, und das war dann irgendwie am Anfang ein Gag, und jetzt werde ich dem Hut treu sein, weil in dem Jahr habe ich einfach alles mit dem Hut gewonnen. Aber ich werde den auch anhaben, wenn es dann vielleicht mal weniger gut läuft. Jede Serie hat ein Ende, aber vielleicht nicht unbedingt hier. Wäre schön, wäre ein genialer Traum. Gut, ich habe manchmal ein schlechtes Gewissen, weil eigentlich in geschlossenen Räumen hat man keine Kopfbedeckung an, aber zumindest meine Gegner haben mir noch nichts Böses gesagt. Ja gut, ich danke fürs Interview und wünsche weiterhin viel Erfolg. Danke.